Hi, ich bin Thomas Blum. Mein Name ist Kimian Zwitzenleder. Ich bin Tom Steinbrecher. Und bin Autor von Videointegrator. Und ich bin Mastermind von Wolfie Office. Ich bin Audio- und Sounddesigner. Onkel Mike, also wir nannten ihn immer nur Onkel Mike. Er hat mir scheinbar was vermacht. Das Gerät, was ich dir vermache, nannte sich damals der Videointegrator. Das ist der Wahnsinn, Jungs! Ich schwöre euch, wenn ich das Ding wieder zum Laufen bringe, dann bringt das die technische Evolution in die nächste... Leute, Leute, Leute! Was ist nur los mit euch? Man kann damit Geld scheffeln ohne Ende. Wir können damit Erlebnisse anbieten, die niemand sonst anbieten kann. Ohne Scham, ohne Reue und ohne Gefahr. Thomas und ich haben eigentlich schon länger Kontakt miteinander und von seiner Idee gesprochen, die er schon länger im Kopf hat, dass er gerne ein Hörspiel-Skript schreiben möchte oder ein Hörspiel machen möchte, als indirekte Fortsetzung vom Film Die Einsteiger. Ich hatte quasi diesen Wunsch, diesen Videointegrator-Wunsch hatte ich halt schon länger. Ne? Ja, und dann habe ich das Kim erzählt. Eigentlich war das von Anfang an so eine Wolfie-Office-Geschichte. Die Idee finde ich geil. Also wenn du das Skript schreibst, Wolfie Office, produziert's. Ich hatte das Skript ja nicht geschrieben. Ich hatte es ja noch nicht irgendwo griffbereit und habe dann überlegt, wen gebe ich das jetzt? Welches Label könnte das jetzt machen? Also das war ja gar nicht so. Ne? Ich habe quasi vorab mit Kim gesprochen und habe ihm die Idee präsentiert. Die Reaktion von Kim war cool. Cool. Also das war's. Cool. Da habe ich dann gedacht, okay, finde das jetzt wirklich cool. Aber letztendlich ist er einfach so, der Kim. Der macht halt immer nur so kleine kurze Andeutungen. Ja, und dann habe ich angefangen zu schreiben. Ich habe mit Kim schon zusammengearbeitet bei der Serie Die Prüfung. Und dafür habe ich das Sounddesign gemacht. Und dann wurde ich gefragt von Kim, ob ich mir auch vorstellen könnte, einen 80er-Jahre-Soundtrack zu machen. Und dann dachte ich, ja, natürlich. Bin ich sofort dabei. Und als ich dann das Skript gelesen habe und das Konzept, dachte ich, das wäre aber auch cool, da als Sounddesigner tätig zu werden. Da könnte man geile Effekte einbauen. Und zum Glück wurde ich dann gefragt. Moin, mein Name ist Toni Michael Sattler und ich spreche in dem Hörspiel Videointegrator einen der Hauptcharaktere, nämlich den Paul. Paul ist in meinen Augen von den vier Hauptcharakteren derjenige, der am loyalsten ist, der alles Mögliche für seine Freunde tun würde, solange es denen nur gut geht. Egal was passiert, du musst den Integrator vernichten, sobald dieser Freak da durch ist. Versprich mir das. Und auch am moralischsten handelt, beziehungsweise als einer der ersten Bedenken bekommt, wenn es um diesen sogenannten Video-Integrator geht. Wir müssen uns heute aber zu dritt mal zusammensetzen. Das Ding hier, ich weiß nicht. Kevin Kasper hier, aka Max. Max ist so ein bisschen ein etwas nerdiger Typ, hat nicht so viele Freunde, aber dafür gute Freunde, die mit ihm auch diesen Videointegrator ausprobieren. Das ist der Wahnsinn, Jungs! Ich schwöre euch, wenn ich das Ding wieder zum Laufen bringe, dann bringt das die technische Evolution in die nächste, ach was, übernächste Etappe! Virtual Reality am Arsch, Leute! Aber zunächst eine Frage. Hat jemand von euch einen Videorekorder? Und in verschiedene Videos und Filme eintauchen und sie erleben dort allerlei interessante Dinge, lustige Dinge, aber auch etwas skurrile Dinge bis hin zu auch wirklich schrecklichen Dingen. Seid ihr bescheuert oder was? Tut uns leid, Herr Bauer. Ist keine Absicht. Ehrlich. Bitte. Verschwinden Sie hier! Also, Videointegrator ist auch definitiv das witzigste und lockerste Skript, was ich bis jetzt geschrieben habe. Ich hatte auch wirklich jeden Abend Bock weiterzuschreiben, weil ich halt die Geschichte super witzig fand. Ne? Ich habe auch teilweise, habe ich wirklich am Skript gesessen und gelacht.
Also die Produktion verlief eigentlich relativ unproblematisch, was eigentlich angesichts der Tatsache, dass wir es direkt während der Corona-Pandemie produziert haben, eigentlich fast schon eine Glanzleistung ist. Genau an dem Tag, als ich diesen Auftrag bekommen habe oder diese Anfrage, habe ich einen alten Synthesizer, den ich schon seit Jahren liegen habe, mal wieder rausgeholt aus dem Keller, habe ihn sozusagen wiederentdeckt. Und genau an diesem Tag habe ich mir auch noch einen virtuellen Synthesizer gekauft. Und anstatt da groß rumzuprobieren, bin ich gleich in Richtung Komposition gegangen und da flutschen die Ideen einfach nur so raus. Und der Titelsong von Video Integrator war eigentlich ein Stück von vielen, also ein Demo von vielen. Aber das stach sofort heraus und dann habe ich das den Jungs vorgespielt und dann waren wir uns alle einig, das wird die Titelmelodie. Das hat Tom Steinbrecher mich tatsächlich auch gefragt, weil wenn man so ein bisschen aufmerksam ist, dann spielt Video Integrator in unserer Zeit. Aber die Thematik und dieser B-Movie-Nebengeschmack, ne, also der ist halt aus den 80ern. Ne? Vor allen Dingen ist halt die Einsteiger aus den 80ern. Und ich fand halt gerade die Story, die verlangt halt nach Synthwave-Musik. Ne? Es war Thomas sein Wunsch. Hat er die Szenen, wie sie am Ende aussehen sollen, ja schon im Kopf gehabt. So dass er auch schon wusste, das muss Octogain sein, die Musik. Ich liebe die 80er und ich liebe die Musik der 80er und die ganzen Synthesizer von damals und die Gitarrensoli und alles. Und Octogain mache ich jetzt seit 3 oder 4 Jahren. Er konnte nicht ablehnen, das war keine Option, denn ich habe ihn ja mit so einem kleinen Mini-Steinbrecher bestochen. Ist schon der Hammer. Also vor allen Dingen, was dabei rausgekommen ist, wie es klingt. Und wenn ihr das hört, dann achtet mal auf den Abspann, weil dann kommt die Titelmelodie nochmal in einer anderen Variante. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die halt Tom halt unfassbar auszeichnen. Und das fand ich halt super geil. Da ist ja auch ein ganzer, kompletter Soundtrack draus entstanden. Also ein ganzes Soundtrack-Album. Und das wird hoffentlich auch bald erscheinen. Ja, ganz klar. Ich habe einen Lieblingscharakter. Dominik. Dominik ist der Geilste. Dazu möchte ich lieber gar nichts sagen. Ja, da kannst du mal sehen. Findet Dominik nämlich auch scheiße. Das ist quasi der Internet-Troll in live, quasi. So kann man das sagen. Also die haben irgendwelche Gespräche und irgendwelche tiefgründigeren Dialoge und er möchte halt einfach nichts dazu sagen, aber sagt, dass er nicht dazu sagen möchte. Das finde ich halt schon sehr witzig. Oh ja, das habe ich. Ich als alter Hamburger, der Günni. Na komm jetzt, lass ihn nicht alles aus der Nase rausziehen, du. Titten auf den Tisch. Tja. Ich mag den Günni. Dirk Hardegen hat einen tollen Günni gesprochen. Ich bin originaler Hamburger. Ich wohne auch immer noch in Hamburg. Und dieser Dialekt und so, da fühle ich mich zu Haus, ne? Beim Klaudermann, du, komm mal bei mir deren und großartig. Der Dirk Hardegen hat wirklich einen tollen Günni hingelegt und das ist mein Lieblingscharakter. Und kalt ist mir auch. Ich weiß, mein Tienchen, das kann ich sehr gut sehen, auch wenn wir wenig Licht haben. Ich denke, der Günni ist einfach geil. Also, so wie er den Günni dann gespielt hat und gesprochen hat und ihn halt Leben eingehaucht hat, ja, dann wird es mir irgendwie klar, Günni ist mein Lieblingscharakter. Wenn man sich aber am Ende das Gesamtwerk anhört, kann man sich auf einen Lieblingscharakter gar nicht mehr festlegen. Wenn ich an Video Integrator denke, denke ich an sehr viel Spaß, sowohl beim Hören als auch beim Schreiben. Ich hatte wirklich beim Schreiben sehr, sehr viel Spaß. Video Integrator hat das Zeug in gewissen Kreisen Kult zu werden. Man merkt, dass die Grundidee kam,
dass da eine große Freude war und dass auch eine große Freude war, es zu schreiben und sich die Charaktere auszudenken und die Aufnahmen auch. Man hört raus, dass jeder Sprecher bei der Sache war und auch Spaß an der Sache hatte. Ja, und ich halt auch. Also das Sounddesign, die Musik. Wir haben ja auch während der ganzen Produktion über eine Gruppe gehabt, in denen wir über alles diskutiert haben. Also jeder Punkt in dem Hörspiel ist untereinander abgesprochen, abgestimmt. Ja, man hat junge Stimmen, die man vielleicht noch gar nicht so sehr auf dem Schirm hat. Also man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, neue Sprechertalente zu hören, die aber auch wirklich alle sehr, sehr gute Arbeit abliefern. Das, was das Hörspiel besonders für mich ausmacht, ist die Kombination aus allem. Ne? Also das Skript, was total frech ist, kein Blatt vor den Mund nimmt, ein Soundtrack, der richtig eigene Besonderheiten mit sich bringt und das Ganze schön einfärbt, und die Delivery der ganzen Kollegen und Kolleginnen. Ich fand's super, dass Kim mir das Skript auch weitestgehend, also wirklich weitestgehend zu 97% hat er das Skript so gelassen, wie ich es geschrieben habe, hat nichts großartig geändert, hat alles verstanden, wie ich es meinte. Das ist schon krass, also dass es so funktioniert hat. Wir hatten kaum irgendwelche Vergleiche oder irgendwelche Nachfragen oder irgendwelche Ausbesserungen, wo Kim nicht verstanden hat oder nicht meinen Gedankenstrich folgen konnte. Das hatten wir gar nicht, und das fand ich sehr beeindruckend und sehr cool. Und letztendlich kann ich es in einem Satz zusammenfassen: was Videointegrator bei mir ausmacht, ist verdammt viel Spaß und verdammt große Freude. So macht einfach das Produzieren von Hörspielen Spaß. Und ich denke mal, das hört man diesem Hörspiel an, und das macht es auch alles aus.